Willkommen in Frankfurt, liebe Fußballfans. Willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Der VfL Osnabrück entscheidet sich heute für diese Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Sie werden hier heute selbstbewusst auftreten in dieser Auswärtspartie. Schließlich sind Sie das treffsicherste Team der Liga. Und die Fans hoffen natürlich, dass heute in diesem Spiel so weitergemacht wird. Buendia. Den Ball kann er abfangen. Schöner Pass. Klasse Pass. Sieht gefährlich aus. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Sie haben die Oberhand. Und dieses Tor bringt sie ihrem Ziel ein gutes Stück näher. Das da lautet Meistertitel. Der soll heute klargemacht werden. Und da hilft dieses Tor natürlich. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Der Ballverlust. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort: überragend. Sie spielen richtig guten Fußball und liegen zu Recht auf Platz 1. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Ballverlust. Mondi. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Und da haben wir es, das Tor. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei und kann im 1 gegen 1 den Keeper überwinden. Und sie legen noch einen drauf. Ich glaube, den Titel lassen sie sich jetzt nicht mehr nehmen. Hier nochmal dieser Treffer. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Geklärt gemacht hier mit der Hacke. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Wenn es dabei bleibt, dann ist es das. Dann ist das der Titel. Und klar, die können es kaum noch erwarten. Isak, da ist die Flanke. Und die Flanke hat er. Sie holen sich den Ball. Martinez. Das könnte gefährlich werden. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Chance zum Konter jetzt. Chance zum Konter ist erstmal weg. Weiter Ballbesitz. Jetzt der Ballverlust.
Buendia. Gut geklärt, aber Einwurf. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Da verlieren sie den Ball. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Es gibt Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Den Ball kann er klären. Toller Pass. Klasse Pass. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. So, Ecke kommt. Was für eine Aktion. Abgeblockt auf der Linie. Und jetzt gibt es eine Ecke. Nee, da ist die Abwehr da. Erstmal geklärt. Kann er was draus machen? Super gemacht. Gute Verteidigung. Den klärt er. Chance zur Flanke jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Gute Aktion, gut geklärt. Also ich möchte heute nicht in der Haut der Spieler stecken. Der Regen hört nicht auf. Hoffentlich hält der Platz es aus. Ja, die Akteure sind auf keinen Fall zu beneiden. Der Platz kann das ab. Dank der Drainagen heutzutage sind die Schlammschlachten von früher ja selten geworden. Ah, klasse geklärt. Bakayoko. Der Ballverlust. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Er macht sich lang und kann das Gegentor verhindern. Die Ecke kommt rein. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird's eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Dani da Costa. Exzellentes Zweikampfverhalten. Was den Ballbesitz angeht, macht Eintracht Frankfurt hier ein gutes Spiel. Aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Der Grund? Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz. Jetzt der Ballverlust. Gute Aktion. Die Riesenchance. Da ist das Tor. Und jetzt sieht es natürlich noch besser aus. Ja, ich glaube, die holen sich hier den Titel. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Buendia. Super dieses Zuspiel. Jetzt ist es gefährlich. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ein unfassbares Tor. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Und es sieht immer besser aus. Ich glaube, die holen sich hier den Titel. Es läuft. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an.
Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Buendia. Ballverlust. Oh, da stören sie schon frühzeitig. Also ausgeglichen ist definitiv anders. Hier steht es 4:0 nach der ersten Hälfte. Er findet bislang irgendwie noch nicht so richtig in diese Partie hinein. Er hat heute Probleme, sich in Szene zu setzen. Sehen wir ja auch eingeblendet. Da kommt viel zu wenig. Auch deshalb liegen sie hier zurück. Ob sie hier noch was anbrennen lassen. Durchgang 2 läuft. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Er gibt das Foul und Freistoß. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Für die Auswärtsmannschaft sehen wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Er ist noch heiß. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Erneut so ein hervorragender Pass. Martinez. Da wäre Platz für den Konter. Der Konter wird gestoppt und jetzt könnte es in die andere Richtung gehen. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimmung. Kennt man sonst von ihnen gar nicht. Sie wissen, so ist mein Eindruck im Moment nicht, wie sie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Martinez. Chiemoe Bakayoko. Sie verlieren den Ball. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. So, es ist soweit. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie. Angesichts seiner Leistung war die Auswechslung absehbar, ne? Er ist nie richtig ins Spiel gekommen. Also da darf er sich über die Auswechslung wirklich nicht beklagen. Diallo. Chiemoe Bakayoko. Rode. Jetzt wird's gefährlich. Alexander Isak. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Super gemacht vom Torwart. Kurz ausgeführt. Jetzt die Flanke. Kann er was draus machen? Philipp Kostic. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ich will es noch nicht beschreien. Aber... da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Kostic. Ah, super Freistoß. Aber kein Tor. Schade. Was für eine Chance. Ballverlust. Gonzalo Martinez.
Philipp Kostic. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Es gibt eine Auswechslung bei Eintracht Frankfurt. Genau. Neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Er schießt. Und das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus. Aber du musst als Torjäger eben auch richtig stehen und einen Riecher dafür haben, wo der Ball hinkommen könnte. Das muss er noch sein, der Titel. Ja, wenn sie jetzt weiter dranbleiben, dann sollte das klappen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Und hier wird es Einwurf geben. Dani da Costa. Das könnte vielleicht was werden. Gonzalo Martinez. Da verlieren sie den Ball. Gut gemacht. Da holen sie sich den Ballbesitz auf außen wieder. Und er schießt. Abgewehrt vom Torwart. Kurze Ecke. Ball kommt in die Mitte. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter den Ball. Viel zu ungefährlich. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Klasse Tackling hier. Mondi. Jetzt der Ballverlust. Ja, der nächste tolle Pass. Kostic. Tiemoué Bakayoko. Viel Platz jetzt auf außen. Wieder der Ballverlust. Wird's jetzt gefährlich? Da kommt er raus und hält den Ball. Sieht gefährlich aus. Schwache Aktion, Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Benjamin Mendy. Jetzt die Flanke. Erstmal rausgefaustet. Das Spiel ist durch. Da lege ich mich fest und sie gewinnen hier dann auch. Stark gemacht, das könnte was werden. Die Chance. Fällt das Tor doch noch. Fängt diesen Ball ab. Die Szene eben. Also den Ball muss er erstmal halten. Hat er klasse gemacht. Martinez. Bakayoko. Vier Minuten sind noch zu absolvieren hier. Schöne Aktion.
Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ball kommt, aber es fehlen die Anspielstationen. Niemand kommt ran. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Da kommt die Ecke. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ja, könnte was werden. Gute Aktion. Gut von Kevin Trapp, war aber auch nicht besonders guter Abschluss hier. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Super Pass! Klasse Pass! So, jetzt also in die letzte Phase des Spiels und die Fans geben nochmal alles. Und ich bin gespannt, ob das die Mannschaft nochmal pusht und sie nach vorne spielen werden. Jetzt kennt der Jubel keine Grenzen mehr. Schauen Sie sich das an. Sie haben es geschafft. Diesen Titel kann Ihnen keiner mehr nehmen. Sie haben sich die Meisterschaft geholt. Die Trophäe bekommen sie zwar erst im nächsten Heimspiel, aber das ist denen da unten jetzt völlig Schnuppe. Alle liegen sich in den Armen und sie haben dieser Saison ihren Stempel aufgedrückt. Gute Leistung immer dann gezeigt, wenn es drauf ankam. Glückwunsch zum Meistertitel. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Was macht er draus? Jetzt vielleicht. Und da haben wir es, das Tor. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war er plötzlich frei. Jetzt der Ballverlust. Gute Aktion. Die Riesenchance. Da ist das Tor. Super dieses Zuspiel. Jetzt wird's gefährlich. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ein unfassbares Tor. Super Tor. Setzt sich durch. Sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Er schießt. Und das Tor. Klar, das sieht dann am Ende einfach aus, aber du musst als Torjäger...